Servus und herzlich willkommen bei Ostbayern HD mit Wohin am Wochenende. Für die erste Ausgabe im Januar haben wir uns eine echt coole Location ausgesucht, ganz was Chilliges, und zwar die Alte Seilerei in der historischen Altstadt von Neuenburg vorm Wald. Dieses Gebäude steht schon seit 300 Jahren hier und vor einiger Zeit wurde es zu einer coolen Location umgebaut. Am besten, wir schauen uns jetzt einfach mal um. Und jetzt fragen wir einfach mal den Besitzer, Alois Feldmeier, wie es denn dazu gekommen ist. Lieber Alois, danke, dass du Zeit hast. Erzähl doch einfach mal, wie bist du zu der Alten Seilerei gekommen? Ja, es war so, also das Gebäude hat mir grundsätzlich gut gefallen. Das Herausragende war eigentlich die Galerie. Mal sagen, das war irgendwo so die Initialzündung für das Ganze. Und was ich draußen machen wollte, habe ich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gewusst. Also hat es immer mehr rauskristallisiert, dass es halt eine Gaststätte werden sollte. Und dass ich die Gaststätte halt am besten eignen würde. Und ja, dann war es ja auch so, dass man einfach in die Gaststätte zuerst einmal einrichten muss. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich meine, es kommt ja kein Wirt, der die komplette Einrichtung alles mitbringt. Ja, das hat mir immer besser gefallen sozusagen. Und dann haben wir gedacht, könnte ich eigentlich selber auch mal machen, weil ich habe schon immer so irgendwie so, ja, so ein bisschen ein Gasthaus und sowas. Oder das Wirtsein an sich, das ist schon auch was Schönes. Also das ist vielleicht schon so, dass also manche sagen, Gott, das will bloß kein Wirt nicht. Hat vielleicht auch seine Berechtigung. Aber mir gefällt es einfach. Also ja, ist einfach ein schöner Job. Man sagt ja auch, was du alles umgesetzt hast. Es ist wirklich ein absolutes Liebhaberstück geworden. Und was ist jetzt so eure Hauptphilosophie von der Seilerei? Ja, also grundsätzlich wollen wir mal eine gute Gastwirtschaft sein. Das ist einmal das Erste. Zu uns kommen Leute in erster Linie, um etwas zu trinken. Wir haben aber natürlich auch, was sonst bei uns gibt es, auch Currywurst und Wraps und Seiler-Sandwich und was wir alles so haben. Das Wichtigste, was wir eigentlich haben wollen, wir wollen ein bisschen herausragen aus der ganzen Sache. Das heißt also, bei uns gibt es einfach Cocktails und Drinks und auch das Essen mit die Wraps. Und das ist einfach was anderes als woanders. Wir haben gerade gesehen, dass es nicht nur Kaffee und Kuchen gibt, sondern sogar eine Cocktailbar, wo Cocktails gemixt werden. Und jetzt schauen wir am besten mal zu. Was heißt die Game für einen? Ein Florida Comfort, bitte. Kann man hinbringen. Und, schmeckt er? Ja, danke. Sehr fruchtig ist er. Von hier oben hat man natürlich einen wunderbaren Blick über die Alte Seilerei. Und bei Veranstaltungen ist das bestimmt der schöne Logenplatz. Alois, was hast du denn für Veranstaltungen? Ja, wir haben also mehr oder weniger die Kleinkunst, oder wir versuchen halt die Kleinkunst ein bisschen zu etablieren in Neuenburg. Neuenburg ist ja allgemein für seine Kunstschaffenden mittlerweile doch ein Begriff, kann man sagen. Und bei uns tritt halt dann einfach mal die vier Unverdorbenen auf, was also wirklich, da ist bis am letzten Platz ist da alles gefüllt, da sitzen sie leider auf der Treppen. Oder wenn der Zach-Jürgen spielt, also mit seiner Band, dann ist das einfach, sitzen die Leute im Sommerwasser oder Leute auf der Straße draus gesessen und da ist richtig rumgegangen herin. Also wir werden auch Lesungen in Zukunft machen und so weiter. Aber natürlich wollen wir auch unsere Gäste nicht überfordern, sondern es soll schon so sein, dass wir die meiste Zeit, sag ich jetzt einmal, normalen Betrieb haben. Hier im Nebenzimmer kann man sogar Geburtstag feiern und vieles mehr. Und aufs Naschen muss man auch nicht verzichten, denn es gibt wirklich kleine Köstlichkeiten, wie zum Beispiel gute Wraps. Genau, bei uns gibt es wirklich gute Wraps. Wir haben so Namen wie Landrat und Bürgermeister und wir sagen immer, bei uns kommt der Landrat und der Bürgermeister handgerollt aus der Küche. Jetzt hätte ich aber Hunger. Und ob ihr jetzt Schneeschuhe benötigt, Regenschirme oder dicke Winterjacken, schauen wir uns doch einfach mal das Wochenendwetter an. Freitag. Es erwartet uns ein mit Wolken verhangener Himmel und die Temperaturen klettern am Tage auf 11 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 5 Grad zurück. Der Wind bläst schwach in Böen mäßig aus westlichen Richtungen. Samstag. Am Vormittag ist es gebietsweise stark bewölkt oder neblig trüb. Am Nachmittag scheint teilweise die Sonne bei wolkigem Himmel. Die Höchstwerte betragen 8 Grad.
Die Tiefstemperaturen der kommenden Nacht 3 Grad. Der Wind säuselt leicht aus Südost. Sonntag. Freundlicher und trockener Wintertag. Es halten sich Sonne und Wolken häufig die Waage. Und die Temperaturen klettern am Tage auf 8 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 3 Grad zurück. Der Wind weht schwach aus nordöstlichen Richtungen. So, und ich mach's mir jetzt nur ein wenig gemütlich mit dem Alois und schicke die Produktion heim zum Produzieren. Und wenn Sie auch noch ein kleines Andenken aus der alten Seilerei mitnehmen wollt, Alois? Da darf ich sagen, da trinken wir jetzt eins drauf, oder? Weil am besten schmeckt es in unserem Seiler ein. Das ist einfach das Beste. Da schenkt man es jetzt einfach mal ein.